Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valkyria Chronicle mit einem Kommandoran. Und wir machen direkt weiter mit A Desert Encounter, Jäger und Gregor. Ich hoffe, dass es... Ah, ja, es ist wieder ein Megarad. I didn't think you could look any gloomier. Oh, it's you. Leave me be. No need to be unfriendly, is there? Is there something on your mind, Gregor? His Grace, Maximilian. Barius holds no strategic worth. Why lead a force there himself? He took Selvaria with him, so it probably has something to do with the Valkyrer. His Grace places too much stock in the power of the Valkyrer. Maybe. But I can understand the fascination easily enough. The power of the Valkyrer is enough to claim all of Europa. Maybe the entire globe. Even without it, the Empire's military strength is quite capable of taking control of Europa. The stronger you are, the shorter that road. I say let him be. My homeland's independence is riding on Maximilian's word. I need him to return to the court with enough clout to honor that deal. Relax. We'll hear all about their desert adventures soon enough. Oh. Oh, das heißt, er ist mit uns in der Wüste. Oh. Keine Ahnung, was Valkyrie ist und ich habe keine Ahnung, was dieses komische andere Ding ist. You will now be briefed on the operation. Oh, geht direkt los mit der Mission. Sehr schön. Enemies spread out across white desert. Oh Gott, eine Wüste, da sind Scharfschützen exzellent, weil es halt relativ wenig Winkelungen gibt. Wir haben zwei Camps. Ruinen, okay, sind gutes Cover. Und wir müssen die gegnerische Basis einnehmen. Ja, es ist ziemlich viel Distanz, deswegen sind Sniper gut. Danke. Ja, dass sie vielleicht hinterher hinken. Das ist quasi jetzt mit dem Retreaten, dass ich dann quasi die Leute zurückziehen lasse und dann wieder neu beordere, wenn ich weiter vorne bin. Viking dies, the enemy group. Ich habe mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn hier Alicia stirbt oder Largo oder die anderen? Naja. Auf der rechten Seite habe ich zwei Leute nur. Wow. Und ich denke, auf der rechten Seite mache ich auf jeden Fall Scharfschützen, weil das weiter vorne ist. Maria und noch ein Ingenieur, der die Munition aufstockt. Machen wir Nadine. So. Auf der Seite ist auf jeden Fall meine Main Force, nämlich Largo, Alicia und Rosie. Dann habe ich nämlich die meisten Movement Points. Dann denke ich definitiv noch ein Scharfschützen auf der Seite. Hier sind sehr viele Leute, deswegen zack. Und Juno auch noch. Wenn so viel Platz zu covern ist, dann sind Scouts gar nicht schlecht. Ja. Und Kobe ist ein Shock Trooper. Ha. Aber ich will auf jeden Fall noch einen Ingenieur, um den Wagen zu reparieren. Dann nehme ich mal Herbert mit. Sehr schön. Das sieht mir nach einer schlagkräftigen Truppe aus. Deploy! Alright, we're set to begin. Good luck. Bin ich mal gespannt, wie das Schlachtfeld aussieht. The enemy spread out through the desert region. Squad 7, move out. Okay.
Was? This place is really something else. I've never seen rocks with holes like these. Folio is saying those holes are the result of the same blast that scorched the area. There are furrows dug into the ground, too. Must have really been some explosion. Are you serious? That's crazy. Yeah, but those trenches and rock walls should make for solid cover. On an open field like this, we'll use whatever we can get. Squad 7, move out! Sein Lieblingsspruch. Squad 7, move out! Squad 7, move out! Okay, dann gucken wir mal. Oh my fucking god. Okay, gucken wir mal, ob wir das Feld ausdünnen können direkt. Wow. Du schießt? Nein, nein, nein. Nothing personal. Du schießt hier nicht. Sweet dreams. Who are these guys? Jetzt gucken wir mal. Da steht ein Lancer, da hinten steht auch noch ein Shock Trooper. Keep that front line strong. Hier oben ist leider absolut keine Cover. Aber ich kann erstmal mit ihr ein bisschen versuchen auszudünnen. Understood. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe, aber der sollte auf jeden Fall schon mal das... Oh yeah! Movement einschränken. Nice. Sweet dreams. Good work. Keep it up. So. Understood. Schau ich mal. So. Der steht nämlich so um die Ecke rum. Komm schon! Go for the trip! Ah, verdammt. Aber er guckt jetzt in eine andere Richtung. Moving out. Das bedeutet, Alicia könnte jetzt ein bisschen vorrücken. Haha! Du wurdest abgelenkt! Und dafür stirbst du! Nice. Man down, everybody be careful. Okay. Wir räumen das Feld ganz schön gut auf. Ich will nicht zu arg viel weiter, sonst habe ich das Problem. Oh, ist das ein weites Feld, das wir covern müssen. Also wirklich ein weites Feld. Roger. Gucken wir mal mit Catherine. Wie sieht's bei dir aus? Never again. Nice. I'm not done yet. Man down, everybody. Und schöne Entdeckung. Wenn ich's richtig gesehen habe, dann croucht der hier. Er croucht auch. Er croucht nicht. Er ist ein Scout, der auch nicht croucht. Aber wahrscheinlich zu weit weg für Maria. My turn, okay? Vielleicht kann sie noch was ausrichten. Put yourself in the enemy. Nee, das wird so nichts. Kann ich auf die Mine eigentlich schießen? Wahrscheinlich eher nicht. Probier's mal, Alicia. Ja. Wow! Nice! Tatsächlich. Just keep up this pace. So, und jetzt kann sie sich hier in Deckung begeben. Solid cover, wie man so schön sagt. Hm. Understood. Kriegt sie jetzt Munition? Oder erst nächste Runde? Nächste Runde, okay, dann habe ich jetzt einen Zug verschwendet. Aber das ist okay. Dann gehen wir mal noch mit der Edelweiß Entering vor. Combat. Jetzt, da wir den Lancer ausgeschaltet haben, sollte das kein Problem sein. Ah, da vorne ist noch mein Lancer, ne? Target sighted. So.
So. Wir könnten ihn mit einem Mörser ausschalten oder halt mit einem MG. MG ist halt echt nahkampflastig. Seht ihr ja, wir haben relativ... Sollte ihn eigentlich killen. Und gute Nacht. Good. That makes things a bit easier. Und jetzt schön in Deckung verziehen. Zumindest so, dass sie auf jeden Fall den Rückding nicht angreifen können. Okay. Den Lancer, der croucht. Der Scout, ne, da oben stand einer auf einem Dach. Leave the backup to me. Keine Ahnung, ob ich den erreichen kann. Boah, das müsste schon echt ein arg Lucky Shot sein. Aber... Na, schade. Dann gucken wir mal, was der Gegner jetzt macht. Dann wollen wir mal... Arg viel dürfte er eigentlich nicht machen können. Requesting reinforcements. Na super. Okay, wir haben jetzt hier den Scharfschützen. Und der hat Maria gewonshottet. My rifle. Where's... Natürlich. Das wäre auch lustig gewesen, wenn er trifft und sie nicht. Ja, natürlich. Dead position da oben, ey. Kannst du zurückballern? Nein, Scharfschütze, ne? Natürlich! Okay. Als allererstes holen wir Maria wieder raus. Medic. Sit tight. Help's almost there. Over here, ma'am. Please, hurry. Bringen wir sie hier am besten runter. Open fire. We could fry an egg on the hood of this thing. Ja. Das sollte schaffbar sein. Nein, nicht wenn du alle Schüsse versemmelst. Ja, Nadine ist jetzt auch relativ angeschlagen. Nichts, was Alicia nicht machen kann, weil sie direkt neben ihm steht. Schade, dass es nicht sowas wie Nahkampf gibt. Don't even think of dodging. Nice. You're headed straight for that machine gun. Enemy unit neutralized. Enemy unit spotted. Der Lancer könnte eigentlich, kann eigentlich nichts machen. Keep an eye on the uneven ground as you walk. Da hinten ist noch ein leichter Panzer, da hinten ist noch mal ein Lancer. Pace yourself. Keep your stamina up. Da sind zwei Panzer. Infantry. Da ist auch noch ein Lancer. Sehe ich gerade. Sneaky hinter der Ecke. Ich schätze mal, Rosie könnte das erledigen. Aber dazu müsste sie halt auch erstmal hinkommen. Roger.
Die Frage ist halt auch, schafft es Catherine den Sniper da oben auszuschalten? Der geht mir gerade am meisten auf den Sack, aber... Komm schon! Oh, wie knapp! Dafür werden wir jetzt ein paar Schüsse verbrauchen, weil der geht mir echt am meisten auf die Nerven. Vielleicht können wir auch ein bisschen vor, aber... Ich habe zu viel Angst, dass sie dann hinter dem Cover kein Cover mehr hat. Ha, weil sie so wenig laufen kann. Komm schon! Ah! Leave the backup to me. Ärgerlich. Alle guten Dinge sind drei. Komm schon, enttäusch mich nicht. Der trifft auch. Ja! Nice. I'm not done yet. You're doing well. Just keep it up. Sehr schön. My turn, okay? Frage ist, Alicia, kannst du ihn ausschalten? 22 Schüsse, um ihn zu töten. Oh mein Gott. Mit der Granate kannst du ihn raustreiben. Was? Ich weiß, dass die geschützt sind. Ich wollte ihn ja nur... Really? Let's do this thing. Okay, Rosie, vorrücken. Komm schon, drüber. Charge! You could fry an egg. Erstmal 72 Schüsse. Sie ist halt echt übel Nahkampf. I'm on it. Da war eine Mine. Zumindest habe ich so ein bisschen Distanz gecovert. Good work. Keep it up. Und jetzt gucke ich mal, ob ich ihn hier aus den Latschen ballern kann. Ach, this place is a dust trap. Super. Go down. Nice. Dann können wir nächste Runde nämlich mit dem Panzer vorrücken. Mwah. Nice work. Keep taking them down. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie in Deckung. Ach, this place is a dust trap. Be ready. Let's do this thing. Am besten stelle ich sie einfach an die Wand. Und lasse sie hier stehen erstmal. Ich meine, ballern bringt jetzt absolut gar nichts. Kann ich mir auch sparen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Reinforcements. Yay. Mehr Reinforcements. Okay, der Sniper bewegt sich und versucht sein Glück bei Alicia. Sehr kleine Pisser. Da oben. Shock Trooper. Natürlich trifft der Panzer perfekt. Help me. Auf die Distanz. Ah, nice ausgewichen. Und jetzt schlag zurück. Ah. Okay. Das hätte besser laufen können. Wir müssen definitiv noch jemanden nach hinterher ziehen. Aber wir haben ja noch einen Scout. Erstmal Alicia da rausholen. Don't pass up the chance to attack.
A second slip could kill you out there. So. Don't you worry. I'll take care of it. Damit ist Alicia erst. Do you hear me? Gucken, ob wir irgendwas ausrichten können bei dem da. 15 Schüsse ins Gesicht. Ah ja. Rosie ist noch ein bisschen angeschlagen. All right, here I go. Mit Juno sollte ich eigentlich noch ein bisschen laufen können. Vielleicht kann ich sogar das Camp einnehmen. Enemy sighted. Enemy sighted. Go, go, go! Enemy sighted. Der ist natürlich in Deckung. Diesmal sollte es aber klappen. Hier, fang! Camper Sau. Man down, everybody be careful. So. Alright, here I go. Jetzt kann ich nämlich das Camp einnehmen. Wenn sie nicht dumm die Treppe hochläuft. Damn it, they took the camp! Und wie wir das getuckt haben. Und auch gleichzeitig noch den hier ausschalten. Sehr schön, in den Hinterkopf! Wie ein ehrbarer Soldat das eben macht. Target silenced. Head for the next one. Lassen wir sie erstmal hier richtig schön hinter der Deckung stehen. Da ist ein Shock Trooper. Wir sollten mal die Edelweiß hinterherziehen. Ach stimmt, ja, es hat wieder Probleme. Ich darf die Maus nicht bewegen beim... Schauen wir mal, ob wir auch so gut treffen wie die. Feuer! Oh, wir haben tatsächlich getroffen, aber halt keinen Schaden gemacht auf die Distanz. Ist irgendwie ärgerlich. Yeah, got it. Herbert, du bist ziemlich weit nach hinten, du kannst eigentlich retreaten. Ich weiß auch nicht, ob ich die Panzer werden halt echt ein Problem. Aus der Distanz. Sollte halt wirklich die Leute irgendwie retreaten und wiederholen. Ich denke mal. Ready to move out. Sie hat kaum Movement. Naja, bringt nichts. I'm gonna bake out here before they can... Jetzt habe ich sie natürlich aus ihrer guten Deckung rausgeholt, das ist natürlich super. Ah, so geht das. Okay. Dann holen wir Maria wieder. Ich habe ganz vergessen, wie das ging. Reinforcement ist natürlich gecancelt, weil ich das Camp eingenommen habe. Es werden da oben Reinforcements geholt. Und sie machen überhaupt nicht weiter. Actually nice. Holen wir auch gleichzeitig noch Alicia wieder. Und Largo. Understood. Maria, bist du wieder auf dem Damm? Scheint so. Target sighted. Können wir die Scharfschützenposition da oben ausnutzen. Aber erstmal schalten wir den Shock Trooper aus. Sweet dreams. Good work. Keep it up. New prey sighted. Oh, stimmt ja. Ich habe das Ding geflatlined.
Also bringt das gar nicht so viel. Sollte ich dran denken, sie auch gleich wieder zurückzutun. Wie machen wir die Panzer? Wir könnten versuchen, jemanden dran vorbei zu sneaken und so auszuschalten. Oder wir rushen einfach mit der Edelweiß durch. Also versuchen es zumindest. Bleiben schön in Deckung und machen hier eine World of Tanks. Okay, die Edelweiß kommt da nicht durch. Auf jeden Fall kann ich den Panzer erwischen. Das hat, glaube ich, nicht getroffen. Zumindest glaube ich nicht. Let's do this thing. Rosie auch noch nachziehen. I'm gonna bake out here before they can shoot me. Aber nicht in der Schussreichweite vom Panzer, das wäre relativ dämlich. Sehr gut. Wie kommen wir an den drei Panzern vorbei? Das ist The hunt begins. Actually knifflig. I've come this far alone. Fünf Kopfschüsse für einen Kill. Vier Kopfschüsse für einen Kill. Die sind alle in Deckung. Da kann ich überhaupt nichts machen. Und gegen Panzer brauche ich gar nicht erst ballern. Ich glaube, der ist genauso in Deckung, ne? Ja. Perfekter Treffer, aber bringt leider nicht sehr viel. Also, hurry it up. They won't wait for us. Ab in Deckung. Solange die alle in Cover sind, bringt das eigentlich relativ wenig. Die Frage ist, wie kriege ich sie effizient aus dem Cover raus? Mit einem Dreifachangriff würde ich sie wahrscheinlich rauskriegen. Aber dazu müsste ich die richtigen Leute parat haben. Wow. Es leckt auch gerade ein kleines bisschen, eine Sekunde.